Jo Leute, heute auf jeden Fall kein Doppelpiece. Ich bin extrem doll angepisst und deswegen muss ich dieses Video hier auch machen. Tut mir leid, auch wegen dem Titel oder alles, aber das ist mir egal. Ich lasse mich hier nicht mehr, länger runter machen lassen, klein machen lassen und ich werde mir bestimmt nicht meinen ganzen Werdegang kaputt machen lassen von einer Person, die denkt, meinen Werdegang zu kennen und die denkt, dass sie dafür verantwortlich ist, dass mein Werdegang so geworden ist, wie er geworden ist, was absoluter Schwachsinn ist. Und deswegen muss ich heute einfach ein Video zu Montana Black machen. Ich weiß, Ansage an Montana Black ist sehr negativ behaftet dadurch, dass ich damals dieses komische Video gemacht habe, wo ich durch die Straße gelaufen bin, aber heute reicht es mir. Heute reicht es mir. Ich lasse mich ja nicht mehr verarschen. Montana Black hat ein Video auf seinen Reaction-Kanal hochgeladen, wo er über die Situation... Das muss ich mal ganz kurz... Ich muss das ganz kurz mal euch erklären, weil ich nicht denke, dass jeder von euch versteht, was ich meine. Ich habe das eine Mal im Livestream vor 3 Tagen oder so, habe ich relativ abwertend gegen die neue RP-Szene geredet. Basi, Rohart und diese ganzen Leute, die jetzt gerade extrem im Hype sind, habe mich tatsächlich, muss ich leider auch zugeben, nicht wirklich mit den Leuten auseinandergesetzt und habe denen einfach was vorgeworfen, weil ich denke, dass es so ist, weil sie neu sind und nicht klarkommen mit dem Schwachsinn. Dafür habe ich mich auch in den letzten 3 Stunden meines Streams entschuldigt, habe gesagt, ey, Basi, bestimmt korrekter Typ, Rohart, ich habe mir auch seine Reaction angeguckt, hat auch sehr gut reagiert. Ihm gegenüber war ich auch negativ verhaftet, weil er halt auf KuchenTV so komisch reagiert hat. Aber bei mir hat er echt gut reagiert, muss ich einfach sagen. Props dafür. Deswegen auch wichtig für mich, immer neutral an Videos rangehen, auch wenn du jemanden nicht leiden kannst. Und genauso neutral bin ich an die Reaction von Montana Black rangegangen. Und ja, ich wurde leider absolut enttäuscht von einer Person, von der ich nicht erwartet hätte, dass sie so mit dieser Herangehensweise mich versucht irgendwie niederzumachen oder mich irgendwie dämlich darzustellen. Was mich als allererstes erstmal aufregt. Ich und Montana Black, wir hatten ungefähr vor 1 oder 2 Monaten hatten wir eine Casino-Debatte gehabt. Ganz Twitch Deutschland hat zugeguckt. 110.000 Leute waren bei ihnen im Livestream und glaube ich 10 oder 15 andere Streamer haben dem Livestream dabei live zugeguckt und live mitdebattiert. Als das zu Ende war, er weiß, er hat Müll geredet, er hat wirklich Schwachsinn erzählt und er weiß, er kommt da, das funktioniert einfach nicht. Dieses Casino-Thema, das kann man einfach mit kein Mensch mit Herz kann sowas befürworten, weil Casino, es gibt nichts, was fürs Casino spricht. Casino ist Teufelswerk, meiner Meinung nach. Und das wird immer so bleiben und da werde ich mir auch von niemand anderem was einreden lassen. Und das ist eigentlich auch, man kann das nicht positiv bestimmen. Es geht auch nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und da hat er damals gesagt, ey Diggi, lasst uns das beide nicht hochladen. Auch jetzt nochmal hier an alle, die gerade im Livestream sind. Ich will nicht, dass ihr das hochladet. Jeder, der das hochlädt, wird gestrikt. Weil er nicht will, dass diese Thematik weiter öffentlich wird. So die Livestream-Zuschauer, die sollten es sehen, dann wurde es noch ein bisschen auf TikTok hochgeladen und ein paar YouTube-Ausschnitte haben es hochgeladen. Alles wurde weggestrikt. So gesehen wurde die ganze Situation mundtot gemacht. Ich habe es akzeptiert, so weil ich genau selbst in der Situation gesehen habe, dass er sich sehr oft widersprochen hat. Ich finde es schade, weil das war eine Live-Diskussion, die sehr wichtig war und vielleicht auch vielen Leuten bezüglich Casino die Augen geöffnet hat, dass es nicht so die scheinheilige Welt ist, wie sie eigentlich ist. Ich fand die Debatte gut. Meiner Meinung nach stand ich auf jeden Fall in der Situation besser alleine deswegen, weil ich natürlich gegen Casino war. Aber ich habe es akzeptiert. Ich habe nicht mehr weiter drüber geredet, über die ganze Situation. Er hat alles wegstriken lassen. Ist gut. Jetzt kommt er und lädt eine Reaction hoch, wo er weiß, da kann er auf easy mich auskontern, weil ich da Müll erzählt habe, nachweislich Müll erzählt habe. Und das hat er auch bei seinen Kollegen gesehen, dass ich da Müll erzähle. Und er sieht das auch an den Reactions. Jetzt schießt er mir so ins Bein, er reagiert erstmal im Livestream darauf, tut so, als ob, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so Bock darauf zu reagieren. Aber wenn ihr euch das angucken wollt, dann könnt ihr ja mal, dann können wir jetzt mal abstimmen. Tu doch nicht so. Wenn du etwas nicht angucken willst, wie die Casino-Thematik, dann machst du doch nicht eine Abstimmung darüber. Du machst doch nicht eine Abstimmung darüber, soll ich dieses Casino-Video mit Tanzverbot jetzt hochladen oder nicht? Wenn du etwas nicht angucken willst, dann sagst du nein und machst keine Abstimmung. Erstmal das, damit mich schon so dämlich dastehen zu lassen. Soll ich jetzt darauf reagieren? So, dann fängt er an, auf das Video zu reagieren. Der erste Satz, den er sagt, ist, das wirkt alles so, als ob Tanzverbot ganz schön neidisch ist auf andere Menschen. Damit fängt es schon an. Er wirft mir Neid vor. Einer der Todsünden. Neid. Ich bin doch nicht neidisch. Ich bin auf keinen Menschen auf der Welt neidisch. Ich gönne jedem alles. Neidisch ist man vielleicht, wenn man tief am Boden ist. So war ich ganz, ganz, ganz früher vor YouTube. Da war ich neidisch. Aber ich bin komplett zufrieden mit mir und meinem Leben. Ich habe nette Menschen um mich herum. Ich habe eine überkrasse Community dafür, dass ich wirklich immer wieder sporadisch lange weg bin und nicht so. Und dafür, dass ich wirklich ein kontroverser Mensch bin. Ich habe wirklich viele Leute an meiner Seite. Und er stellt mich in sein Video so absolut mega dämlich da, so als ob ich der bin, der alles verkackt hat und am Boden hängt. Und dann fängt diese Casino-Debatte auch wieder an. Er war ja mit Rohart irgendwie an einem Wochenende, war er irgendwie im Casino gewesen. So, dann habe ich darüber geredet und dann habe ich halt, ja, dann habe ich so ein bisschen ausschweifend geredet, denn er hat im letzten Monat, hat er ja irgendwie 3 Wochen lang durchgestreamt, hat 30.000 Subs gehabt, bla bla bla. Ich gehe davon aus, dass er 80.000, 90.000 Euro verdient hat.
relativ viel Geld für einen 18-Jährigen, der davor noch nicht so viel Geld hatte. Monte geht mit ihnen begünstigend. Ich weiß nicht, ob Monte ihn da hingezogen hat oder ob er da hingehen wollte, aber auf jeden Fall war das begünstigend dadurch, dass die Anwesenheit von Monte stattfand, dass sie ins Casino gegangen bin. Und ich hab einfach gesagt, dass ich das ziemlich makaber für einen 18-Jährigen, der gerade sehr viel Geld verdient hat, da begünstigt mit ins Casino reinzuschleppen. Und dann kam die Aussage, ja, aber sie haben nur 400 Euro mitgenommen. Die haben nur 400 Euro mitgenommen, ja. Und dann bin ich natürlich auch wieder etwas lauter geworden, weil ich nicht weiß, wo die Leute aufwachsen, also mit denen ich dann im Livestream auch nur debattiert habe. Aber was sind denn nur 400 Euro? Wir reden hier von nur 400 Euro. Davon konnte ich damals 2 Monate leben. Damit kann ich fast meine Miete für meine 70 Quadratmeter Wohnung bezahlen. Was denn für nur 400 Euro? Überleg doch mal, was du mit 400 Euro machen kannst. Und gerade aus dem Bereich von Montana Black. Und anstatt, dass er jemand, der ein Buch geschrieben hat, was Drogenjunkie zum YouTuber oder Junkie zum YouTuber bedeutet, dass so jemand aufklärt und sagt, nein, 400 Euro sind nicht nur 400 Euro. Spricht dir das komplett nieder und sagt, ja, ey, Dicker, naja, wenn man halt nur mal 6.000 Euro im Monat verdient, dann sind 400 Euro nur nichts. Und ich denke mir so, Dicker, das kann doch nicht sein. Warum kommt denn so eine Aussage aus deinem Mund? Du hast auf der Straße gelebt, wie ein Obdachloser. Du hast beide Seiten kennengelernt. Du warst extrem arm, jetzt bist du extrem reich. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Das kann doch nicht sein. So, was ist denn das für ein Vorbild? Ja, 400 Euro sind nichts. So ein Schwachsinn, was man damit alles machen kann. Junge, damit fahre ich 10.000 Kilometer mit dem Auto und habe den Spaß meines Lebens und erforsche die Welt. Und was macht Montana Black in der Situation? Vergleicht auf einmal, ja, aber wenn ich mehr Geld für Lebensmittel ausgebe, also Alter, was ist denn das für eine Situation? Er vergleicht Lebensmittel mit 400 Euro im Casino ausgeben, dass ich mir mal etwas gönne. Ich sag doch nicht, dass wenn man mehr Geld hat, dass der Lebensstandard sich nicht auch erhöht. Das ist ja normal, na klar, aber trotzdem soll man nicht den Bezug zum Geld verlieren. Man soll trotzdem wissen, was man da in der Hand hat. Und wenn es 100.000 Euro sind, soll man wissen, dass man 100.000 Euro in der Hand hat. Wenn man 200 Euro in der Hand hat, dann soll man wissen, was 200 Euro für einen Wert hat. Und diesen Wert hast du nicht vermittelt. Du hast diesen Wert nicht vermittelt. Und das kann nicht sein. Dann haben wir immer weiter miteinander, dann hat er immer weiter auf mein Video reagiert. Er sagt immer, kein böses Blut, auch wenn wir diese Casino-Debatte haben, kein böses Blut, ich gehe da völlig neutral ran. Nein, du machst mich komplett nieder, du versuchst meinen ganzen Werdegang niederzumachen. Du tust so, als ob du dafür zuständig bist, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich bin. Du sagst, meine Anfangsvideo, guck mal, was das für ein Dreck war, guck mal, was für ein Dreck du da hochgeladen hast. Was denn für ein Dreck? Ja, ich hatte eine komische Art, ich war isoliert, bei mir zu Hause gewesen, hatte keine Freundin, aber ich habe das Maul damals aufgemacht. Ich habe das Maul aufgemacht über Leute, die heute jeder hasst. Da habe ich das Maul aufgemacht, wo die gehypt haben, wo keiner sein Maul aufgemacht hat. Ja, ich hatte fettige Haare und ich hatte einen Bademantel an und meine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, war vielleicht auch nicht die tollste, aber die Kernaussage war doch nicht falsch gewesen. Und du tust so und sagst in deinem Video, ja, wir hatten dich damals groß gemacht, so nach diesem Motto, so als ob ich alles dir zu verdanken habe. So ein Schwachsinn, du hast mir nichts gegönnt. Du hättest dir gewünscht, dass mein Account gelöscht würde. Du hast mich privat angeschrieben, wolltest du mir nach Hause kommen, weil du dich mit mir boxen wolltest. Du hast mir nichts gegönnt und du tust so, als ob du mir irgendwas gegeben hast, so als ob wir kooperierend irgendwie zusammen Dual-Streams und sowas gemacht hätten und du mich groß gemacht hast. Du hast gar nichts gemacht. Es ist eine Ansage von dir, die 3 Millionen Aufrufe hat. Ich habe 300 Millionen Aufrufe auf YouTube und noch weit mehr mit den ganzen anderen Clips, die alle noch im Internet verstreut sind. 300 Millionen und auf der Grundlage von, sagen wir mal, 3-4 Millionen Aufrufen beziehst du, dass ich durch dich groß geworden bin. Und ich finde das so dreist. Ich will dir nicht absprechen, dass du bestimmt auch deinen Teil dazu beigetragen hast, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Aber Deine Dreistigkeit, deine Arroganz, du kannst einfach nicht an dem Punkt sagen, dass, ja, das stimmt, ich habe meinen Teil zu beigetragen. Nein, Monte sagt immer, ich bin der Grund dafür. Ich bin immer, er redet immer so richtig abwertend. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann, nein, ich habe so viele krasse Sachen gemacht. Zahnlücken-Johnny, fast 5 Millionen Aufrufe, meine ganzen Einkauf von, meine 100. Bestellung, diese ganzen Videos. Madeira, der einzige Mensch. Der einzige Mensch auf der Welt, der sagen könnte, dass er mir wirklich geholfen hat und wo ich das wirklich akzeptieren würde, wenn er sagt, er hat mich auf jeden Fall aufgebaut, ist Unge. Unge ist die einzige Person, wo ich sagen würde, ja, hat er. Er hat mich aus dem Loch geholt. Er hat mich richtig aus dem Müll rausgeholt und hat mich aufgebaut. Durch ihn mit seinem Projekt habe ich 350.000 Abos gemacht und habe den Hype meines Lebens gehabt. Der Typ kann das behaupten. Aber du kannst das nicht behaupten, weil du hast mir nichts gegönnt. Du hast auf meine Ansage reagiert, du hast mich beleidigt und mich niedergemacht.
Du wolltest doch gar nicht, dass Leute mich abonnieren. Das ist doch mein, es ist doch mein Verdienst, dass ich die Leute so umorientieren konnte, dass sie mich abonnieren, dass sie gesehen haben, dass ich nicht so schlimm bin, wie du mich darstellst. Und du stellst mich hier da wie den größten Lappen, als ob ich damals mal Erfolg hatte und ich habe meinen Hype verpennt und heute hänge ich auf 5 Zuschauer und weiß nicht mehr, wie ich mir noch eine Scheibe Salami kaufen soll. So ein Schwachsinn, so stellst du mich da. Aber gehst am Anfang der Reaction da so rein und so, ja, kein böses Blut, ich gehe völlig neutral ran. Du hast die ganze Zeit über alles nur schlecht geredet. Du hast nicht mal über die Batzi-Situation reagiert, darauf reagiert. Du hast darauf null reagiert. Du warst nur böse auf mich, weil du nicht darauf klarkommst, dass ich der Einzige bin in einer relativen Größe, der dir das vorwirft, dass du dieses Casino-Thema so verteidigst. Und ich sag dir, du wirst dich daran noch verbrennen. Ich wünsche es dir nicht. Ich wünsche niemanden. Das ist auch noch so eine Sache. Er sagt, dass ich missgünstig bin. Das ist die schlimmste Situation. Ich komme nicht darauf klar. Ich war nie missgünstig. Ich gönne allen alles. Jemandem was gönnen bringt mir doch viel mehr, als jemandem nichts zu gönnen. Weil nichts zu gönnen bedeutet ja, dass ein Intervall in meinem Kopf dazu geführt hat, dass ich ihm nicht gönne. Und dann setze ich mich mit der Thematik auseinander. Obwohl der Mensch mich gar nicht interessiert. Wenn ich ihm gönne, ist das Thema abgehakt. Ich gönne ihm, fertig. Ich habe doch genug eigene Probleme. Ich setze doch nicht meine kostbare Zeit dafür aufs Spiel, jemand anderen nicht zu gönnen und gedanklich dabei zu bleiben. Oh, guck mal, bei dem läuft's und bei mir nicht. Ist das so ein Schwachsinn? Bei mir läuft auch. Das ist das Schlimme, dass er mich so in den Boden stampft. Das ist seine Mission. Das ist seine Mission, dass er will mein Wort entkräften. Er will so tun, als ob ich so einer bin, der irgendwo unten auf 5 Zuschauer hängt. Damals war er erfolgreich, heute juckt sich keiner mehr. Das ist schwachsinnig. Ich komme bei dir in den Livestream, wir reden über Casino. Ganz YouTube Deutschland und ganz Twitch Deutschland hören uns zu. Weil dieses Aufeinanderknallen interessant ist, weil beide Menschen interessant sind. Hör auf, mit deiner Arroganz immer so zu tun, als ob du über allen Menschen stehen würdest und über alle so wie so ein König runtergucken kannst. Das kann einfach, das kann nicht sein und das regt mich einfach auf. Und dann kommt noch, oh mein Gott, dann kommt noch die beste Situation. Ich sag, also, warte mal, wie war das genau? Irgendwer hat im Livestream gespendet, ey du, kannst du mir vielleicht sagen, wie mein Setup ist? Ich will jetzt auch mit Twitch anfangen. Ich habe dir gesagt, ey, nimm mir das nicht übel, aber niemand kann dir sagen, wie man auf Twitch erfolgreich wird. Das kann man nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich auch nicht weiß, wie ich erfolgreich geworden bin. Monte kann auch nicht sagen, wie er erfolgreich geworden ist. Das geht nicht, es funktioniert nicht, es gibt keinen Leitfaden dafür. Du bist du und du hast es geschafft, weil du es geschafft hast. Es gibt keinen Leitfaden, du kannst nicht irgendwo studieren gehen. Das war das Beste. Auf einmal fängt er an, das mit irgendwelchen Handwerksberufen zu vergleichen. Ich sag, das war eine völlig normale Aussage und das soll auch jedem helfen, dass er sich nicht versucht, an anderen Menschen zu orientieren. Das war eine völlig gute Aussage, die ich geleistet habe. Hör auf, dich an irgendwelchen professionellen Leuten zu orientieren, die eh keinen Erfolg haben. Weißt du, irgendwelche Leute, no hate, aber Mr. Trashpack bringt ein YouTube-Buch raus, wie man erfolgreich wird und hängt auf 500 Aufrufen auf. Heute macht er geile Sachen mit TikTok, Grüße gehen an ihn raus. Aber das ist jetzt zum Beispiel, weißt du, nur weil jemand so tut, als ob, ist es nicht so, weil es funktioniert in diesem Bereich nicht. Und dann kommt Montana Black und versucht sogar das niederzureden, indem er zu mir sagt, ja du, aber guck mal, wenn ich jetzt in einem Handwerksberuf 3 Jahre auslerne, dann kann ich es ja auch, das kann man nicht miteinander vergleichen, Digga. Ich gehe doch nicht, ich gehe doch jetzt nicht auf eine Universität, studiere 5 Semester Stream und auf einmal komme ich raus, mache den Stream und habe 2.500 Zuschauer. Was ist denn das für ein Vergleich? Das ist sowieso so ein Problem bei Monte. Der redet auf ein Thema so lange ein, bis alle Leute vergessen haben, über welches Thema er redet und dann alle so, ja, Dicker, stimmt, oh, hast recht, schur, tfu. Ich kann's nicht mehr. Ich will gar keinen Streit haben, aber was war das für eine Reaction gewesen? Anstatt auf diese Basis-Situation zu reagieren, macht er mich kaputt. Tut so, als ob er mein Vater wäre, als ob ich aus seinem Samen entsprungen wäre, als ob ohne ihn nichts möglich gewesen wäre. Er hat 1%, sagen wir 5% hat er dazu beigetragen, 5% zu dem, wo ich heute bin. Ein Unge könnte mir so kommen. Ein Unge könnte mir 100% so kommen. Aber ich habe damals mein Maul aufgemacht, wo keiner sein Maul aufgemacht hat. Ich habe Dislikes bekommen, weil ich war ein bisschen komisch von meiner Art. Aber im Endeffekt habe ich doch über die Leute Ansagen gemacht, die heute weg sind. Wo Mimis heute 15 Videos drüber hochladen, wie eklig die sind. Darüber habe ich damals Ansagen gemacht. Und dafür werde ich kritisiert. Ja, ich war komisch damals, aber ich stehe zu meinen Videos. Weil der Kern dieser, nicht alle, ich habe auch Müllvideos gemacht, ich habe auch Ansagen gegen Gronkh gemacht, aber das ist ein geringer Teil von richtigen Müllvideos. Ansonsten habe ich unterhalten und mir völlig alleine 1,1 Millionen Abonnenten aufgebaut, weil ich außer mit Unge mit eigentlich niemandem kooperiert habe. Der Rest hat mir nur Schlechtes gewünscht. Wenn ein Monte eine Ansage an mich macht und sagt, was bin ich für Dreck und mich Leute dann abonnieren, dann hat er mich nicht unterstützt, sondern er hat mir Schlechtes gewünscht, aber die Leute haben mich abonniert, weil sie mich unterhaltsam fanden. Also habe ich das erreicht. Ich alleine.
Und das alleine ist der Grund, warum ich dieses Video mache, weil er mich versucht so nach unten treten zu behandeln, so als ob ich nichts erreicht hätte und ohne ihn nichts wäre und ich neidisch wäre. Das ist das Schlimmste, Missgunst, bringt keinen Menschen was. Niemanden. Ich gönne jeden Einzelnen. Ich gönne auch Monte. Außer diese Casino-Sache, da gönne ich ihm nicht. Ich gönne ihm kein Deal in diesem Casino-Ding, weil das schadet anderen Menschen. Das wird anderen Menschen schaden und das weißt du. Und es gibt Ausschnitte vor nicht mal oder vor einem Jahr, da hast du genau so geredet. Und ich verstehe nicht, warum du so redest. Ich verstehe es nicht. Und ich hoffe, du kommst da irgendwann mal zum Bewusstsein. Du wirst auf dieses Video hier auch nicht reagieren, weil das kritisch ist. Es ist kritisch. Das wirst du wieder totschweigen. Da wird es keine Reaction drauf geben. Da wird es kein, wollen wir uns das zusammen angucken oder nicht? Weil du dir die Videos eh vorher anguckst und dann guckst, ob das in Ordnung ist. Oder irgendwelche Leute gucken sich das an und dann sagen die, naja, mach lieber nicht oder mach lieber doch. Sonst hättest du die Casino-Thematik nämlich hochgeladen. Nein, stattdessen wurde sie totgeschwiegen und überall weggestrackt. So, dass nur die Live-Zuschauer mitbekommen haben, was da abgegangen ist. Das war alles, Leute.